Hallo und herzlich willkommen hier auf Gaming Paradise 1946 zu einer weiteren Folge unserer Legendenkarriere beim AC Parma. Rein geht's in die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Bologna. Noi siamo pronti. Se volete possiamo cominciare con le domande. Ich hoffe, dass es wirklich bereit sind. Okay, das war jetzt nicht so clever. C'è tempo per altre domande, mi dispiace. Grazie e alla prossima. Okay. Dann gucken wir mal, was wir aufs Feld schicken können heute. Ich fand die Aufstellung an sich gar nicht mal so doof. Aber ich möchte es ein bisschen verändern. Werden wir jetzt Barella rausnehmen, dafür darf Caprari wieder rein. Unser LV darf aufs Feld. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Unser rechter Verteidiger hier. War noch einer verletzt, ist der nicht wieder fit? Glaube ich, muss sie. Sonst würde ich sagen, lassen wir das erstmal so. Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Vi parla Piero Gibardo, con me come sempre per il commento tecnico. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match. Hoffe ich mal, dass die Ansage bei den Jungs ankam. Match tra Bologna e Parma. Und die sich heute mit zusammenreißen gegen Bologna. Vedremo come l'avranno preparato i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare una partita giocata a viso aperto. Muss sie jetzt erstmal seinen Keeper unter Druck. Aveva tutta la porta spalancata, ma è riuscito lo stesso a sbagliare. Ah, e qui scommetto che il video di questo errore diventerà uno dei più cliccati su internet nei prossimi giorni. Posizione ideale. Possesso palla per gli avversari. Schade. Una delle stelle in campo oggi. È in ottima forma. Come dimostrano i tre gol nelle ultime tre gare, potrebbe rivelarsi determinante anche oggi. Vediamo cosa fa ora. Caprari! Jawohl! Endlich mal die Führung per diesen Club geholt. Vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. War so gar nicht geplant, aber hat er alles gut gemacht.
Gianluca Caprari. Si ricomincia col Parma avanti nel punteggio. Nimm's am besten schnell das nächste Tor nachlegen. Oh, Mann. Und hinten alles dicht machen. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Attenzione, pericolo. Das hat Musi gut gemacht, aber dann aber ein bisschen gepennt. Boah, den habe ich drin gesehen gehabt. Mann, der Kopfball war nix. Nichts gut. Spazio per il traversone. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Schön auf außen. Palla consigliata agli avversari. Caprari. Lo vede. Palla che rimane ancora lì, pericolo. La difesa ha spazzato, ma non è finita. Svanberg. Oh, den muss ich da außen aufhalten. Ist mir nicht gelungen bis jetzt. Die Flanke kam Gott sei Dank nicht so gut. Neuer Versuch abgewehrt. Raus damit. Nicolas Dominguez. Und übers Tor. Non era facile inquadrare la porta da lì, conclusione che è terminata lontana dai pali senza creare problemi al portiere. Nuova opportunità per il Bologna. Azione che si fa interessante. Spazio per il cross. Gut, das war jetzt knapper als mir lieb war. Gara in casa per loro, come sempre su EA Sports, come tutti gli incontri del resto del campionato italiano. Vediamo cosa fa ora. Lascia partire il tiro. Il tuffo che evita il gol. Das wäre die Chance zum 2:0 gewesen. Vediamo cosa inventa ora. Orsolini. Palacio. Muss man die Jungs da hinten wieder aufhalten. Posizione ideale. Crossa verso il centro. Ah, leider das 1:1 passiert. Nicht davon irren lassen. Perdono palla. Sembrava interessante. Hallo? Jawohl, und Bogasson mit seinem Tor hier bringt uns dann wieder in Führung. Schön die Mitte frei gehabt. So will ich das sehen.
duello tutto di forza. Lettura perfetta e palla recuperata. Warum hast du nicht gepasst? Grande numero. Svanberg. Buona la parata impresa da parte del portiere. Buona qui la lettura del difensore. Orsolini. Ha spazio. Lo vede. Okay, das gibt keine Ecke. Nee, ab nach vorne mit euch. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. A metri per correre sulla corsia. Può far partire il cross. Difensore che interviene e libera l'area. Gut, die Halbzeit haben wir schon mal gut überstanden. So, gucken wir mal auf die Geschwindigkeit der Leute, die wir auf dem Feld haben. Ob ich da irgendwas ändern müsste, sollte, könnt. Sieht meiner Ansicht nach noch nicht so aus. Jetzt halte ich aber einen Blick. Gehabt an dieser Stelle. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa. Ok. Chiudere i conti. Medal. Questo è il prossimo impegno che attende gli ospiti nel prossimo turno di Serie A. Fallo, nessun dubbio per l'arbitro. Oh oh, gegen den AC Mailand geht als nächstes. Vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Für unser Team. Das wird kein bisschen einfach. Gagliolo. Aber um den Gegner können wir uns kümmern, wenn das Spiel vorbei ist. Und nicht vorher. Gilt auch für die Jungs auf dem Feld. Attenzione perché è pericoloso, palla messa dentro, nessun problema per la difesa su questo traversone. Ci prova il tecnico ad arrivare al pareggio con questo cambio. Una mossa tattica, tentativo di riaprire la gara. Bologna prova a proporsi in avanti. Azione che spuma, pallone che torna agli avversari, nulla da fare. Recupera palla, intercettando bene il pallone.
Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Alzano il pressing. Perdono palla banalmente. Spazio lungo l'out. Nessun problema per la difesa che recupera. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Butta la porta. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Una grandissima parata questa. Marcigi. Palla messa in mezzo. Attento qui il difensore. Che è in buona posizione. Passa al centro. Sicuro il portiere, buona la sua uscita. Traversone nel mezzo, posizione ideale. Pallone sul fondo, si ripartirà con il portiere. Okay, sechste Parade schon in diesem Spiel. Kann man mal machen. Mal ein Wechsel auf der rechten Außenbahn. Capral. Medel. Poli. Ancora un passaggio perfetto. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Buona qui la lettura del difensore. Gary Medel. Si gioca la carta di un altro attaccante nel tentativo di raggiungere almeno il pari. Squadra nettamente sbilanciata in avanti, se perdono palla rischiano di prenderne altri in contropiede. Attenzione, Achtung! So, probieren wir mal was aus. Dann jetzt hingehen und wir bringen Tyram noch aufs Feld. Links allerdings. 1-6. Dann gucken wir mal, wie wir dieses Spiel über die Zeit kriegen. Gli unici a crederci sembrano solo i tifosi che non smettono di incitare la loro squadra. Complimenti. Cross che viene intercettato. Stiamo entrando nei minuti finali, ovviamente si cerca l'intuizione giusta per cambiare il corso di questa gara. Può colpire da lì. Va con il possesso palla. Cross fermato dal difensore. Cambio importante per controllare, gestire questo risultato. Tocca vicino verso il compagno. Vediamo cosa fa ora. Verdammt. Santander. Medel. Dix. Andiamo da Matteo Barzaghi. Quanto manca, Matteo? È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo giro di lancetta al 90°. Grazie, ovviamente se dovessero esserci novità richiedi pure la linea. Sato nochmal über rechts. Capral. Yes! Ecco il triplice fischio che mette fine al match.
Endlich mal wieder ein Sieg geholt. Buona prestazione, quello che più conta è aver vinto il derby, una gara di risvolti psicologici davvero molto importanti. Hat die Jungs das Anstacheln noch mal geholfen und was da unser Rechtsverteidiger noch in den letzten Minuten abgerissen hat, der sehr frisch war. Glück gehabt. Gucken wir uns mal kurz die Bewertung auf dem Team allgemein an. Für mich war der beste Umfeld zwar der Torwart, aber lassen wir das mal. Na gut, eine Torverlage und ein Tor geschossen, kann man mal so machen. Okay, ich verstehe so langsam. Bogasson hat es eigentlich doch recht verdient. Jetzt gehen wir mal ins Interview. Na toll, der hat's mal, der wird ziemlich wütend sein im nächsten Spiel. Siamo qui con il mister che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Okay, jetzt aktiviere ich seine Leistung. Auf jeden Fall weiter so spielen, ja. Jetzt schauen wir mal unser Team an, wie happy die sind nach dem Ding. Besser waren wir vielleicht nicht, aber das glücklich auch. Moment. Ja, 100%ig. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande. Jetzt müssen wir das nur auch mal gegen einen Brocken wie jetzt beispielsweise Inter auch reinhauen. Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Damit sind wir aktuell 14. und haben zumindest mal wieder Anschluss nach oben. Das war auch verdammt wichtig. Gut, gehen wir mal in ein Training rein, das war so gar nicht geplant. Verdammt. Na gut, das Training werde ich dann wohl mal gleich alleine spielen. Ohne euch dabei dann. Weil ich möchte schon ein gutes Ergebnis einfahren. Und das, was ich hier gerade mache, ist alles andere als gut. Vollkommen. Ich kann euch noch so ein bisschen mitnehmen. Warum mache ich keine Tore, verdammte Axt? Das wird ein richtig bescheidenes Ergebnis.
Das wäre ein nettes Tor geworden, Bogasar. Immerhin. Und wieder ein neuer Versuch. Mist, da habe ich mit den Leibchen gar nicht erkannt, dass das der Torwart sein könnte, der mir nachjagt. Und letzter Versuch. Ah, verdammt. Na gut, das war ein Scheißtraining. Schade. Naja, Pech gehabt. War mal ein Scheißtraining dabei. Ist natürlich nicht so gut kurz vorm wichtigen Spiel gegen den AC Mailand. Ja gut, aber dieses wichtige Spiel sehen wir dann erst im nächsten Part. Damit verabschiede ich mich von euch. Sage viel Spaß mit dieser Folge, euch einen schönen Tag und auch einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr euch diese Folge reinzieht. Bis zum nächsten Mal dann, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.